Einen wunderschönen guten Tag, ihr Couchers, zur nächsten Folge Zelda Breath of the Wild. Und ja, wir wollen uns heute, wie angekündigt, den Turm da hinten holen. Weil ich mir immer noch nicht die Karteninformationen beschafft habe. Bin jetzt, glaube ich, schon 3 Folgen hier in dem Gebiet unterwegs. Und trotzdem, ja, laufe ich ohne Karte rum. Das muss geändert werden. Gucken, was wir unten in dieser Ruine oder in den Ruinen finden. Da brennt ein Lagerfeuer. Das heißt, wir haben entweder Monster hier. Oder hier sind irgendwelche Menschen, die noch ein wenig trauern, dass hier alles kaputt ist. Hier ist ein Tierschiff. Oder hatte ich hier schon aufgeräumt? Könnte auch sein, dass ich hier stumm schon aufgeräumt hatte. Kann auch sein. Nee, ich wollte da nicht hoch. Ich wollte nur den Apfel mitnehmen. Ist das die Stelle? Nein, da. Ich sollte für sowas vielleicht das hier nehmen. Och. Ha. Ich habe keine Ahnung, ob das, was ich hier mache, wohl irgendwas bringt. Aber sowas finde ich immer so unglaublich verlockend, wenn ich sowas sehe, es zumindest auszutesten. Hier hinten haben wir noch ein Ziel. Noch mehr Ziele oder war es das? Man kann vollkommener Humbug sein und das macht einfach nichts. Aber wenn ich sowas sehe, wie gesagt, dann ist bei mir die Versuchung groß, es auszutesten. Aber so wie es aussieht, bringt es nichts. Aber da oben ist was. Da oben war was. Okay. Ich meine, dafür hätte ich nicht alles kaputt machen müssen. Aber ist mir egal, ich wollte es testen. Oder war das Ding erst... Ihr könnt zurückspulen, beziehungsweise habt vielleicht sogar aufgepasst. War das Ding eben schon da, als ich hier angefangen habe, auf die Dinger zu schießen? Warum gab es 10 Holzpfeile? Also jetzt im Ernst, warum gab es da 10 Holzpfeile in der Truhe? Das muss doch den Grund haben, dass ich die Dinger zerschießen soll. Oder nicht? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, ob das gerade damit irgendwas zu tun hatte. Das sind die... Das sind doch die Dinger. Ja, das sind echt die Dinger. Das heißt, ich musste in dem hohen Gras erstmal sehen. Und dann waren das auch die tatsächlich, die in dem Feld waren. Das sind dann dieselben Dinger. Das heißt, erstmal muss ich die sehen. Dann darf ich mich ihnen nicht so schnell nähern, dass sie wegfliegen. Oh. Guten Tag. Lass mich hier mal kurz hoch. Einfach nicht auszuweichen.
Also da hinten muss ich hin. Mein Schild ist fast kaputt. Wenn die mal runterfallen, kann ich mir den Loot nicht mitnehmen, der mir zusteht. Aber gut. Machst du nix. Gegen Hitze habe ich übrigens, weil wir in der letzten Folge ja von der einen Reiterin angesprochen worden sind, habe ich übrigens tatsächlich noch nichts. Ihr könnt ruhig wegfliegen, euch brauche ich nicht. Euch würde ich sonst auch einfach erschießen. Oh, ob ich an den wohl einfach von hinten rankomme? Ja. Nicht, wenn er sich so komisch dreht. Okay. Aber, das ist gut zu wissen. Ich hole mir jetzt den Turm. Und dann ist fast die Frage, ob ich mich dann noch einmal nach Athene zurückporte und da in die Felder gehe und die Heuschrecken sammle. Ich bleib jetzt einfach bei Heuschrecken. Ich weiß, die heißen irgendwie anders, aber das ist mir egal. Denn ich würde schon ganz gerne die Aufgabe fertig machen. Bin ich schneller als er, wenn ich nur durchlaufe? Nein, bin ich nicht. Huch, der ging jetzt aber schnell kaputt. Ich meine, gut, ich habe ein extrem starkes Schwert, aber... da war ich fast zu nah dran. Da war ich fast zu nah dran. Da ist noch... ah, ne, das ist ein Fuchs. Ich dachte gerade da hinten... ich habe nur gelb gesehen und dachte, oh, da hinten ist auch noch Bernstein. Ne, war kein Bernstein. Oh, aber Nopal kann da noch. Nopal ist super. Oh, ich weiß es nicht. Kaufe ich mir das Haus? Das ist halt schon teuer, muss man schon sagen. Aber auf der anderen Seite hätte ich dann ein Haus. Und wenn wir kein Haus besitzen? Ist das so dunkel? Nee. Oh, nein, mein Ritterschwert ist fast kaputt. Nein, das schöne Ritterschwert. Ich höre sie zirpen. Wo sind sie? Da ist eine. Je mehr ich ja jetzt schon hier sammle, desto weniger muss ich danach noch sammeln. Okay. Willst du mich wieder runterwerfen? Nein, willst du dieses Mal nicht. Seit das Viech oder eins dieser Viecher mich einmal runtergeworfen hat, habe ich immer so ein bisschen Paranoia, dass die Dinger mich angreifen werden. Da sind überall Dornenbüsche drumherum. Warum? Warum sind da überall Dornenbüsche? Hoi. So. Kann ich die Dinger anzünden, ist die Frage. Beziehungsweise muss ich die Dinger vielleicht sogar anzünden. Moment. Wir machen Folgendes. Einmal Feuerstein. Feuerstein, Feuerstein. Feuerstein. Opal. Bernstein, das hier ist ein Feuerstein. In die Hand. Ablegen. So. Fackel. Den brennen wir mal ab.
Oh Gott. Wenn das hier alles zusammenhängt, kann das gleich richtig, richtig geil aussehen. Oh, aber, oh, 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 oh. Holy shit, eigentlich hätte ich noch ein bisschen warten müssen. Nein, es geht doch nicht über alles. Okay, schade. Ich muss gestehen, das hätte ziemlich geil ausgesehen, wenn man damit alles in Brand gesetzt hätte. Aber auch so sieht es trotzdem noch ziemlich cool aus. Hier jetzt nicht abstürzen. Das ist cool gemacht, muss ich sagen. Ah, hier hinten ist es auch hin. Alles klar. Da oben brennt es halt immer noch. Komm schon, geh da hoch. Jetzt zündet endlich das da an. Dann halt so. Okay. Aua, oh, jetzt bin ich da reingelaufen. Aber jetzt brenne ich. So ist der Baum befreit. Ne, der Baum ist noch nicht komplett befreit. Der Turm ist noch nicht komplett befreit. Warum? Das hier ändert aber auch nichts dran. Ich werde gleich wieder brennen. Ja, ich wusste, dass ich gleich wieder brennen werde. Was willst du machen, wenn das Ding nicht anfängt? Wenn ich... Na egal. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich ganz nach oben komme, aber ich kann von unten nichts mehr anzünden. Das heißt, ich kann höchstens jetzt noch über einen Feuerstein gehen. Das wäre eine Möglichkeit. Und prinzipiell habe ich natürlich die Möglichkeit, hier jetzt irgendwie außen rum zu gehen. Also hier komme ich nicht hoch. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einmal drum rum. Ist auch mal ganz interessant, weil die Türme bis jetzt waren ja immer... Okay, ich habe erst zwei. Ich habe erst zwei. Der erste, mit dem ersten bin ich hochgefahren. Und mit dem zweiten war einfach nichts. Da musste ich einfach nur hochklettern. Mal gucken, ob prinzipiell bei den folgenden Türmen, die wir noch bekommen werden, es entsprechend anders aussieht. Also, dass wir dann so gesehen wie so eine Art Rätsel hier haben. Ich glaube, da komme ich durch, oder? Ja, ja, da komme ich durch. Runter. Hier komme ich nicht hoch. Da werde ich auch nicht hochkommen. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal nach da drüben. Allihop. Und allihop. Ach komm, wir rasten nochmal ganz kurz. Nicht, dass ich doch noch irgendwo abstürze. Da müsste ich hier einfach dran vorbeiklettern können. Was ich jetzt übrigens cool fände, ist, wenn ich jetzt den Turm aktiviere und dann die restlichen Dinge einfach abfallen würden. Also beziehungsweise verbrennen würden. So, aktivieren wir das Ding doch mal. Und holen uns unsere Karte. Das wird aber auch Zeit, ey. Das war Schikastein erkannt. Schikaturm wird aktiviert. Das hätte ich viel früher machen sollen, ey. Bin ich hier schon eigentlich durch das Gebiet halb durch und dann hole ich erst den Turm.
Aber gut. Jetzt habe ich gar nicht auf. Ich glaube tatsächlich, dass die Dinger weg waren, oder? Nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die Dinger waren weg. Weil da kamen blaue Flammen vom Rand her. Ich meine, ich hätte ein bisschen besser aufpassen können, aber naja. So, da haben wir das nächste Gebiet. Schön. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Alles klärchen. So, gucken wir nochmal kurz runter. Ne, die Dinger sind doch noch da. Wir haben übrigens wieder Blutmond. Das sieht schon geil aus, wenn man so zum Himmel guckt. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Ich weiß. Link, sei auf der Hut. Da sind sie alle wieder. So, da hinten muss ich jetzt hin. Wie viele von den komischen Sprungdingern habe ich? Vier. Komme ich die alle in der Umgebung? Ich denke. Wir teleportieren uns da auf jeden Fall jetzt erst nochmal hin. Und schauen nach. Oben auf dem Feld sind bestimmt vier oder fünf weggesprungen, als ich da war. Wenn ich da dieses Mal aufpasse und einfach so ein bisschen durchs Feld krieche, müsste ich die bestimmt bekommen, die 10 Stück. Weil dann bin ich auf jeden Fall in Hateno durch. Und ja, dann würde ich mich nach Kakariko porten und würde da die Hauptstory gerade mal weitermachen. Ich könnte zwar in Hateno jetzt hier noch unglaublich viel machen. Und ich werde das auch irgendwie alles noch machen. Aber ja. Was ich glaube ich eben machen werde ist. Ich werde erstmal gucke ich, was hier das Schild soll. Das habe ich gar nicht angeklickt. Die neue Art des Wohnens. Bauunternehmen Yolanda. Unser innovatives Leichtbauweise ist für jede Umgebung geeignet. Besichtigen Sie unsere Musterhäuser. Hey, es gibt hier Musterhäuser von denen. Wir schlafen jetzt erstmal ein bisschen morgens. Finde ich ein bisschen angenehmer, als im Stockdunkeln hier jetzt zu machen. Zumal ich nicht mehr weiß, ob die komischen Heuschrecken nachts wirklich aktiv sind, beziehungsweise da sind. Link ist übrigens echt ein Frühaufsteher, muss man sagen. Weil morgens ist für ihn 5 Uhr. Das ist schon ambitioniert. Hi. Hallo, hat den. Ist eigentlich echt eine schöne Stadt, muss man sagen. So, hier hinten waren die Felder, wenn ich mich nicht irre. Ja, hier hinten sind die Felder. Und hier waren welche unterwegs. Sag mir jetzt, da ist eine. Da hinten ist die nächste. Da ist die nächste. Okay, das sind dann Nummer 5 und Nummer 6. Gibt hier noch eine rum? Nee, ich glaube erstmal nicht. Nee. Aber da hinten ist ja noch ein Feld. Aufpassen, dass ich die hier nicht direkt aufschrecke, indem ich hier lang laufe. Die Sache ist, hier ist auch noch überall hohes Gras. Da können die ja auch sein. So. Wo seid ihr? Na komm, wo seid ihr? Da hüpft eine. Das meine ich, wenn denn hier läuft, sieht man die quasi gar nicht.
Da ist, glaube ich, auch eine. Ja, da hüpft auch wieder eine. Komm schon. Danke. Zwei noch? Zwei noch. Na? Und zwei Stück in dem ganzen Feld. Das ist ein riesiges Feld. Komm schon, hier müssen noch welche sein. Nope, scheinbar nicht. Dann gehe ich mal gerade nach oben. Weil die saßen ja auch in der Wildnis einfach im tiefen Gras. Hier ist außerdem noch ein Feld. Da hüpft eine. Ich sehe sie sogar. Na komm. Okay. Da hinten hüpft eine. Oh Gott, bitte lass die jetzt nicht durch den Regen irgendwie. Okay. Damit wären die 10 auf jeden Fall schon mal erledigt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das reicht. Schon für die Quest. Weil dann hätte ich bis auf den Hausbau und, naja, die Geschichte, die mich eh von Hateno wegschickt, hätte ich, glaube ich, alles, was ich gefunden habe, zumindest gemacht. Ist da gerade... Ist ja geil. Die ist gerade ganz schnell reingerannt, weil es am Regnen ist. Okay, nicht gegen die Laterne. Stehe immer wache, auch wenn es regnet. Hm, was? Du hast schon Ausdauerschrecken bei dir? Das ging aber schnell. Ich habe noch nie eine gefangen. Dann zeig mal die Ausdauerschrecken, die du gefangen hast. 1, 2, 3. Ja, das sind 10 Stück. Glaube ich. Dann nehme ich die mal. Und du kriegst das hier. Okay, einfach mal 100 Rubine dafür. Das ist nett. Gut. Den Rest werde ich dann selbst sammeln. Ich werde mit Fräulein Primella glücklich werden. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ups, jetzt ist die Katze wohl aus dem Sack. Ja, ich befürchte, du wirst nicht mit ihr glücklich. So. Dann schauen wir mal kurz. Also ich... Das hier ist noch in Hateno. Das ist das mit... Wobei 30 Holzbündel, aber... Holzbündel habe ich auch. Einfach mal kurz gucken, wie viele Holzbündel ich denn habe. 5, ja, okay. Das wird wohl noch ein wenig dauern. Das wird wohl noch ein wenig dauern. Aber gut, hat jetzt auch keine Eile. Wie gesagt, ich werde danach wahrscheinlich ja echt noch die 3000 Rubine brauchen. Und, naja, das wird brauchen. Hier muss ich... Ach nee, das ist sowieso so eine Daueraufgabe. Beziehungsweise ich bräuchte die 3 Reaktorkerne noch. Und hier muss ich ja sowieso nach Akalla. Das heißt, das ist sowieso auch was anderes. Das heißt... Ja gut, das ist meine Endquest. Das ist noch. Und dann machen wir jetzt das. Wir sollen zu Impa. Alles klar. Das heißt, da ist Kakariko. Wir teleportieren uns jetzt dahin. Ja, die ganzen Sachen so zwischen den Städten, das werde ich alles nochmal abreiten. Vielleicht auch offscreen, weil wenn ich da einfach nur Sachen suche, ist das, glaube ich, nicht so besonders spannend. Ich hatte ja jetzt schon Leerlaufpassagen drin, wo ich einfach gelaufen bin. Aber, ja, da werde ich mal gucken. Vielleicht mache ich das Ganze auch mal irgendwie in einem Stream an irgendeinem Wochenende oder so, alles nachzuholen. Aber eigentlich will ich jetzt, ich nehme sehr viel im Voraus auf. Und eigentlich möchte ich das jetzt noch relativ schnell alles durchspielen, solange ich noch Urlaub habe. Hier regnet übrigens auch. So. Auf geht's zu Impa. Ist auch geil. Beim ersten Mal, als man hier ankam, haben einem ja die Wachen angesprochen unten. Man hätte an den Wachen auch von vornherein vorbeisegeln können. Hey Impa.
Oh. Ich habe gehört, Pura hat dich für ihre Arbeit eingespannt, aber du scheinst es ja gut überstanden zu haben. Zeig mal her. Oh, dieses Foto hat ohne Zweifel Zelda vor 100 Jahren aufgenommen. Wenn du die Orte auf diesen Fotos aussuchst, kannst du vielleicht dein Gedächtnis zurückgewinnen. Wenn du einen der Orte von den Fotos finden solltest, komm noch einmal zu mir. Ich habe etwas, das ich dir dann geben möchte. Noch mehr Informationen? Du erinnerst dich vielleicht nicht daran, aber du bist Ganon bereits einmal unterlegen. Du musst dich sorgfältig vorbereiten. Ja, gut. Okay. Zelda kämpft bis zum heutigen Tag allein mit Ganon. Niemand außer dir kann Zelda retten. Kann Hyrule retten. Bitte brich so schnell wie möglich auf. Ich brauche diese Kugel hier hinten immer noch. Diese Kugel haben... Lass mich an. Diese Kugel. Ach, Mann. So. Also. Ich habe einmal die Aufgabe, zu den vier Titanen zu gehen. Das heißt, ich muss in die vier Gebiete, in die vier Städte. Dann habe ich die Aufgabe mit den Erinnerungsfotos, enthält zwei Fotos, die Prinzessin Zelda 1 aufgenommen hat. Wenn du die Orte besuchst, die sie zeigen, kannst du vielleicht deine Erinnerungen an Prinzessin Zelda zurückgewinnen. 12 Orte brauche ich noch? Ja gut, und das hier ist das Normale. Nebenaufgaben habe ich eigentlich auch. Sind das hier die 12? Ne, das ist noch mehr. Okay, das sind 18 sogar. Dann müsste ich eigentlich mal... ins Album gucken und schauen, ob mir irgendwas schon bekannt vorkommt. Das sind die, die ich selbst aufgenommen habe, und das hier sind die von Zelda. Das da hinten sind doch die Zwillingsberge, oder? Das kenne ich noch nicht. Das kenne ich auf jeden Fall auch noch nicht. Das auch nicht. Das ist auch in der Nähe vom Schloss. Ist das die große Brücke? Ich überlege gerade. Ich werde mal gucken, ob das hier die große Brücke ist. Das heißt, wir teleportieren uns hier hin, weil hier ist auch ein Berg im Hintergrund. Nee, das meine ich aber nicht. Ich meine, die Brücke hier meine ich eigentlich. Nicht ganz sicher, ob das so stimmt. Und ich werde auch nur eben den einen Versuch machen. Ich werde jetzt nicht irgendwie blöd durch die Weltgeschichte reisen, nur um nach Erinnerungen zu, also um nach den Bildern zu suchen. Aber das will ich zumindest mal eben überprüfen, ob das vielleicht die Brücke ist. Weil die hatte, glaube ich, Ähnlichkeiten, bin ich der Meinung. Deswegen schauen wir mal. So. Da ist die Brücke. Nee, oder?
Aber das hier, doch, das ist doch auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall die Dinger hier. Der Große ist rechts, der Kleine ist links. Das heißt, das ist von dieser Seite hier aufgenommen. Wir haben aber auch, wir haben doch ja sogar eine Karte. Die Frage ist, könnte das aus dem Gebiet? Das vielleicht die Stelle da? Aber nee, eigentlich will ich. Könnte sein. Hast du das so gedrückt? Ist auf jeden Fall an irgendeinem See. Der Punkt ist da. Das Bild will ich jetzt gerne rekonstruieren. Ich bin hier leider in einem Gebiet, in dem ich noch nicht war. Das heißt, hier habe ich die Karte noch nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass es... Irgendwas kommt hier gerade. Ich habe eigentlich die Fackel in der Hand. Oh, das Ding ist fast kaputt. Wo ist hier der Turm? Aua! Tritt er mich einfach. Ein neues Schild mal eben. Oh, ich habe gar nicht mehr viele. Da müssen wir aber wieder ein paar Schilder mitnehmen. Was flattert hier? Nein, das war das falsche Bild. Nein, das ist der falsche Knopf. Wenn ich nur wüsste, wo das wäre. Das ist. Müsste ein bisschen erhöht sein. Da müsste Wasser sein. Ich hätte gerne zumindest ein Foto, um zu sehen, was dann wirklich passiert. Ob ich mich, ob da eine Videosequenz kommt. Schon zu weit links, oder? Ich muss ja dran denken, dass theoretisch... Ja, ich bin schon zu weit links. Weil man kann da durchgucken. Theoretisch könnte sich die Welt ja schon verändert haben. Das hier vielleicht? Ne, es ist immer noch zu weit links. Wir nähern uns, glaube ich. Es ist tatsächlich irgendwo da vorne. Falsche Taste. Ha.
muss doch das Ding sein. Aber das passt nicht hier. Das ist aber nicht oben, oder? Gute Frage. Ich möchte das lösen. Das ist eine der Hauptaufgaben. Und das ist doch so was Markantes. Ich würde gerne mal ausweichen. Eigentlich kein Wasser mehr, ist das Problem. Wasser. Das könnte doch oben sein. Ich werde mich jetzt teleportieren. Und zwar nach da. Ich will dieses eine Bild haben. Ich möchte nicht, ich will. Das ist eine Forderung. Das ist keine Bitte. Gibt es keine Alternative. Weil den Rest kann, würde ich jetzt sagen, okay, habe ich noch nicht gesehen. Kann ich noch nicht machen. Aber das sind ja eindeutig die beiden Berge. Entsprechend muss ich ja die Position finden können. Da gibt es ja gar nicht viel Auswahl. Jetzt brauche ich hier einen Blick an den Bergen vorbei. Also an der Stadtmauer hier vorbei. Wo sind die Berge? Da. Da sind die Berge. Schon wieder zu weit in die Richtung. Hm.
sieht gar nicht so unpassend aus, wenn ich ehrlich bin. Aber irgendwie halt auch wieder, irgendwas passt halt doch immer nicht. Guck, das hier zum Beispiel, an das Ding hatte ich ursprünglich gedacht, sogar. Aber... ich möchte das Ding eigentlich auch gar nicht löschen. Also man kann da durchgucken dazwischen. Das wäre hier der Fall. Man sieht auch nicht alles unten, finde ich, bin ich der Meinung. Ja, man sieht nicht alles unten. Das ist aus erhöhter Position entstanden, das Bild. Könnte vielleicht sogar noch höher sein. Ah, da oben ist Eis. Da ist nichts mehr. Ich brauche außerdem ja Wasser vor mir. Hier ist voll idyllisch eigentlich gerade. Nee, du kommst gerade nicht hin. Ich weiß den genauen Ort dafür nicht. Ich weiß den genauen Ort dafür nicht. Das ist zum Beispiel zu weit rechts. Da sind die Berge zu weit auseinander. Das muss irgendwo aus der Richtung hier drüben gemacht worden sein, das Bild. Ziemlich genau von hier. Also eigentlich wirklich genau in der Linie hier. Aber da ist nach hinten nichts. Das heißt... ich muss die Linie nochmal nach vorne gehen. Ist auch geil. Eigentlich wollte er einen Körper machen. Aber da ich ihm gesagt habe, nee, du nimmst das Segel in die Hand. Hat er gesagt, na gut, dann nehme ich das Segel in die Hand. Vielleicht sehe ich ja was, wenn ich von hier oben runter gucke. Lol. Ich will hier eigentlich gar keine Sachen mitnehmen, aber auf der anderen Seite habe ich gerade echt das Problem, dass ich mittlerweile sehr, sehr rar bin mit irgendwelchen Gegenständen. Ich finde es nicht. Ich finde die genaue Position leider nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass es der Berg ist. Oder das dürfte eigentlich stets außer Frage, dass es der Berg ist. Aber das hier sieht mir aus wie ein See. Das ist für mich nur ein See. Das ist kein, naja, das ist kein Fluss. Da vorne ist eine Ruine. Die Ruine war auch da schon da. Und ich gucke, man guckt leicht hoch. Sehen wir nochmal runter. Auch wenn wir nicht gerade die beste Uhrzeit haben, um draußen zu sein, aber naja. Nee.
Ich muss gerade nicht unbedingt kämpfen. Das Problem ist, der Wegpunkt, den ich mir gesetzt habe, da ist ja dieser See. Der See wird ja auch durchaus Sinn machen. Was ist hier eigentlich kaputt? Nee, jetzt findet doch nicht wieder zueinander. Darf ich den Kopf da machen? Der Winkel hier wäre halt perfekt. Der Winkel hier wäre perfekt. Aber das Ding da vorne passt einfach nicht. Vielleicht sogar ein bisschen weiter links, aber nicht mal viel. Irgendwo schläft hier ein Viech. Ich hör's. Ich höre es. Aber gut, ich meine, wir haben jetzt immerhin unsere Aufgabe bekommen. Wir müssen einfach auf Plätze achten, von denen aus man das gut fotografieren kann. Das ist mein Punkt, den ich mir gesetzt habe. Das Problem ist, der ist zu weit an der Seite. Die Brücke sieht man auf gar keinen Fall auf dem Bild. Die Sache ist ja eigentlich... Warte, das Ding wurde doch mit der Kamera gemacht, oder? Das Ding wurde mit der Kamera gemacht. Das heißt, wenn ich reinzoome, muss ich das ja komplett sehen. Wenn ich hier reinzoome, bin ich noch viel zu weit weg. Also, ich teleportiere mich nochmal nach hier oben und gucke von da oben nochmal aus, ob ich da irgendwas sehen kann. Ansonsten, wenn ich da jetzt gleich nichts sehe, machen wir uns in den letzten Minuten hier nochmal auf den Weg in die nächste Stadt. Ich überlege, wir haben ja theoretisch die Aufgabe... Also wir müssen ja die vier Titanen so gesehen wieder erwecken. Und habe aber aus dem Hateno-Institut eine Nebenaufgabe in das, boah, irgendwas mit A hieß die Stadt, also in ein anderes Institut zu gehen. Dann würde ich nämlich fast dazu tendieren, dass ich erst dahin gehe, also in die Stadt. Ich hätte übrigens unglaublich gerne Tag, beziehungsweise keinen Regen mehr. Auch wenn das unglaublich cool aussieht. So. Selbst das ist immer noch zu groß. Hier oben ist hier oben noch irgendwo Wasser. Hier. Da. Da. Das gucken wir jetzt noch. Das könnte von der Entfernung passen. Das könnte sogar von der Linie passen. Davor ist die Ruine von dem, von der Burg. Oder von der, ich habe vergessen, wie genau das Ding hieß. Das könnte vom Platz her passen. Nicht 100% sicher, aber die Möglichkeit besteht, dass das der richtige Ort ist. Da ist Wasser davor. Da sind Ruinen davor. Das werde ich jetzt testen noch.
Das Problem ist, dass ich bei dem Wetter nichts sehe. Ist das Feuer unten an, zufällig? Ah, schade. Ich hatte die Hoffnung, dass das Feuer unten an ist. Weil das hier ist ja prinzipiell geschützt. Das da ist doch, ist das da der Berg? Hoppala, da nicht runterfallen. Daneben sind Bäume. Ich sehe halt nichts. Ich sehe nichts, weil es nur am Regnen ist gerade. Ist das Feuer oben im Schutz? Habe ich irgendwie... Ich weiß nicht, ob das reicht. So. Das war jetzt ein bisschen umständlich mit dem Feuer anmachen, aber ich hoffe jetzt einfach, dass nach dem Aufstehen es nicht mehr regnet. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Guck mal, ein Rubin. Ein Rubin. Das passt vom Winkel her nicht. Was ist der überhaupt für ein Schwert? Ein verrostetes Schwert. Nee. Okay, es passt nicht. Ich gebe dann wohl erstmal auf. Es ist viel weiter hier drüben. Es ist viel weiter hier drüben. Ich will nicht aufgeben, aber auf der anderen Seite macht es halt auch einfach wenig Sinn, jetzt einfach dumm umherzulaufen und einfach nichts zu finden. Davon haben wir alle keinen Gewinn. Der Winkel stimmt hier noch nicht. Also ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass ich das irgendwo von hier hinten aufnehmen muss. Und wo genau, weiß ich nicht. Sonst hätte ich schon lange gemacht. Oh, die Batterieleistung lässt nach. Gut, wir sind eh gleich durch. So lange wird das jetzt noch durchhalten. Bin ich von überzeugt. Mal da durchgucken, oder? Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und bevor wir jetzt hier noch weiter uns rumquälen, wir haben uns halt jetzt lange genug mit rumgequält, machen wir jetzt das hier als Quest. Gehen jetzt auf die Karte. Gucken, wo ich dafür hin muss. Nach da oben. Das war wo? Nach Akala. Okay. Muss ich denn dafür Zora? Okay.
Okay, ich weiß nicht mal, wo die sind, oder? Sehe ich das, wenn ich mir das markiere? Okay, nee, das eine ist da oben. Dann machen wir jetzt erstmal das hier. Dann machen wir das da. Das heißt, ich muss am besten... nach hier, oder? Ja. Gehen wir dahin. Von daher sollte ich am schnellsten dahin kommen können. Oh, das ärgert mich, dass ich dieses Bild jetzt nicht hinbekommen habe. Ich weiß, welche Position, also ich weiß, welches Objekt es darstellt. Ich habe in etwa den Winkel drauf, aber ich finde die dazugehörigen Dinger nicht. Das ist... viel höher komme ich nicht. Ich muss relativ weit weg, bin ich der Meinung, weil das Bild wurde ja mit der Kamera gemacht. Das Bild wurde mit der Kamera... Oh. Ja, das Bild wurde mit der Kamera gemacht. Also mit... dem hier. Das Ding hat nicht so einen großen Zoom wie das andere. Oder da kann ich verschieden zoomen. Wenn Dummheit wehtun würde, würde ich den ganzen Tag schreien. Oh, das gibt's nicht, oder? So. Die Frage ist... eigentlich brauche ich ein Pferd. Wobei, wenn ich hier querfeldein laufe, könnte ich wahrscheinlich am schnellsten da ankommen. Hätte ich jetzt mal davor laut ausgesprochen mit dem, ich mache ein Bild mit der Kamera und nicht ich mache ein Bild mit dem... Das ist auf jeden Fall ein Turm. Den Turm, da brauche ich prinzipiell dann... Oh, das tut echt weh. Das tut mir seelisch weh, wie blöd ich mich gerade angestellt habe. Also ich wüsste immer noch nicht den Ort. Das muss ich dazu sagen. Aber... ja, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gerade gedacht habe. Das Gute ist, wie gesagt, wir wissen, okay, wir haben jetzt 12 Bilder. Wenn wir die 12 Bilder oder die 12 Orte der Bilder finden, dann... ja, kommen wir weiter. Aber, ja, jetzt heißt es eigentlich, ich muss jetzt halt darauf achten, dass ich die Orte jeweils finde, also dass ich Punkte wiedererkenne, die da abgebildet sind. Ich will dir gar nichts tun, keine Angst. Ich habe aktuell genug zu essen, ich müsste nur mal wieder kochen. Kann ich dich einsammeln? Danke. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Da muss ich hin. Das da ist aber der Turm. Ich habe keine Ahnung, ob ich wohl über diese gesamte Klippe drüber fliegen kann. Aber das werden wir auf jeden Fall jetzt noch testen. Ob ich da wohl rüberkomme. Weil dann hole ich mir dieses Mal als erstes den Turm. Bevor ich wieder das gesamte Gebiet durchkunde. Und am Ende dann feststelle, oh. Ja, ich könnte noch den Turm hier holen. Aber ich denke, das Gebiet ist schon das Intelligenteste, da anzufangen. Weil dann kann ich... kann ich mir im Anschluss die anderen Nebenquests noch abholen, beziehungsweise beenden oder was auch immer ich mit der Nebenquest machen werde. Und... ja. Oh, hier gibt es aber ganz schön große Blobs. Hier gibt es ganz schön große Blobs. Ja, hier ist vor allem auch wieder ein Schrein irgendwo. Aber das habe ich erwartet, dass hier irgendwo ein Schrein ist.
Jetzt ist er hier. So laut wie der ist, müsste der vor mir sein. Da hinten ist er. Ne, der ist da hinten. Dann holen wir erstmal den Turm. Was? Was? Oh shit! Holy, oh shit! Warte mal, schießt da irgendwas auf, von oben auf mich? Nein, ich rutsch ab. Ich rutsch ab. Nee, müsste ich drauf kommen. Okay. Aua! Ich hoffe, der kann nicht mehr so hochwerfen. So, hier gehen wir noch hoch. Holen uns die Karte. Holy shit, was ist mit dem da unten los? Ist das Freund oder Feind? Ich befürchte, das ist ein Feind. Okay. Oh shit. Oh shit! Okay, ich darf nicht ganz so viel springen. Strengt das hier zu klettern irgendwie mehr an als an anderen Orten? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das macht, wird eigentlich keinen Sinn machen. Aber... auf der anderen Seite... Okay. So, das da könnte der Ort sein? Nee, da hinten müsste irgendwo der Ort sein. Sollte ich mir abgewöhnen, so viel zu springen, aber auf der anderen Seite ist es einfach so verlockend, weil man doch ein gutes Stück schneller ist, muss ich sagen. Holy shit, warum? Warum hat der eine Sprung gerade so viel gekostet? Also der eine Sprung gerade war ja richtig, richtig teuer. Da war ich leicht überrascht von. Vielleicht, weil ich zwei Sprünge in Folge gemacht habe? Kann das sein? So. Jetzt müssen wir nur noch hier ganz hoch und dann haben wir es. Gucken, ob ich das mit Springen schaffe. Ja, schaffe ich. Hallo? Du hast mich erschreckt. Verzeih mir, meine Wenigkeit handelt sich um Rüt vom Volk der Zora. Du scheinst mir ein Reisender zu sein. Bitte sag mir, was machst du hier oben? Also, tatsächlich ist die Frage, was du hier machst, eher. Oh, scharfsinnig. Eine überaus scharfsinnige Frage. Meine Wenigkeit hat sich zusammen mit Prinz Sidon aufgemacht, um einen Hylianer zu finden. Ich habe hier Mittagsschlaf gehalten, als mich plötzlich ein gewaltiger Lärm weckte. Alles bebte und ich war auf einmal hier oben. Ich will natürlich wieder runter, aber der Turm ist so hoch, dass ich nicht weiß, wie ich das anstellen soll. Wenn mich doch nur der Prinz bemerken würde, er ist immerhin auf der Brücke direkt unter uns. Aber warte mal, du bist doch ein Hylianer. Was für ein Glück. Ja. Prinz Sidon, ich hab einen... Hier ist ein Hylianer. Prinz Sidon scheint mich wirklich nicht zu hören zu können. Vielleicht wäre es das Einfachste, wenn wir von hier aus in den Fluss springen würden. Dann kämen wir zum Prinzen. Nein, das ist viel zu hoch. Anstatt zu Prinz Sidon würde ich wahrscheinlich ins Himmelreich gelangen. Verzeih mir, Hylianer. Meine Wenigkeit wird noch eine Weile brauchen, um zu Prinz Sidon zu gelangen. Lass mich einfach hier zurück und geh schon einmal vor. Hast du noch mehr? Hohoho! Hast du gerade versucht, mich zu schubsen? Nein.
Na gut. Verzeih mir, Juliana. Meine Wenigkeit wird noch ein... Okay. Ja, jetzt schreist du schon wieder. Ja. Okay. Na gut. Mal gucken, ob er hier jetzt noch was zu sagt oder ob er das bemerkt, wenn hier auf einmal gleich der ganze Turm anfängt zu leuchten. Weil, naja, ich... Schikastein erkannt. Schikaturm wird aktiviert. Ich meine, das könnte man durchaus jetzt auch bemerken, wenn sich da oben was bewegt und... Er steht übrigens in der Videosequenz nicht da. Oder habe ich es nur nicht gesehen? Ich weiß, am Anfang stand... Da steht er auf jeden Fall. Datenübertragung beginnt. Aber gut, dann haben wir unsere nächste Aufgabe. Ich würde tatsächlich... mache ich jetzt erst das hier? Mache ich jetzt erst die erste Aufgabe hier, oder? Ja doch, bevor ich jetzt durch das gesamte Gebiet laufe, um nur um die andere Nebenaufgabe zu erfüllen, ist es, glaube ich, sinnvoller, wenn ich erstmal hier meine Hauptaufgabe mache. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Und dann will ich jetzt nochmal ganz kurz gucken, ob ihm das aufgefallen ist. Oho, hast du mich... Nein, na gut. Ich werde noch eine Welt brauchen. Ja, okay. Du sagst dasselbe nur nochmal. Okay. So, wo ist eigentlich die Brücke? Warum regnet es eigentlich schon wieder? Da ist die Brücke. Okay, die Brücke muss ich beim nächsten Mal anpeilen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, würde ich mich wie immer über einen Daumen freuen. Und wenn ihr Anregungen oder sonstige Ratschläge habt, wie immer unten in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und haut rein.